Hallo und herzlich willkommen bei Magic Life. Ich bin Fatima und heute gibt es mal wieder eine Präsentation nach langer Zeit. Und zwar geht es um den Shetland Sheepdog, auch genannt Sheltie. Ich werde euch in dieser Präsentation die Grundlagen erklären und wer einen Shetland Sheepdog haben will, lernt hier erstmal die ersten Informationen, aber man sollte sich trotzdem über ihn informieren. So, als erstes kommen wir natürlich zum Inhaltsverzeichnis und zwar fangen wir an mit dem Steckbrief, danach kommt die Merkmale, danach kommt der Charakter, als nächstes kommt Geschichte und danach kommt, worauf muss ich beim Kauf achten, kommt Fellpflege, danach Erziehung, Aktivitäten, danach kommt Anatomie, schon gewusst und dann endlich der Präsentationsende. Steckbrief. Name Shetland Sheepdog. Lateinischer Name Canis lupus familiaris. Herkunft Schottland bzw. Großbritannien. Gewicht 6 bis 7 Kilogramm. Lebensdauer 12 bis 14 Jahre und Größe 36 bis 37 cm. Klasse Säugetiere, Nahrung, Dosenfutter und Trockenfutter und Verbreitung weltweit. Kommen wir zum Merkmal Sheltie. Bester Freund des Menschen, also er ist weltweit bekannt, er ist ein Hirtenhund bzw. Hüttehund und er ist sehr aktiv. Er ist sowohl, man könnte sagen, die kleinere Version von dem Langhaar-Collie. Ich zeige euch mal, das ist der Langhaar-Collie und das ist der Shetland Sheepdog, da sieht man das, so eine kleine Miniatur. Und er ist ein sehr beliebter Familienhund in Deutschland. Charakter. Der Shetland Sheepdog ist intelligent, freundlich, kindersensibel und kinderlieb. Danach ist er immer gut gelaunt und er ist sanft und anhänglich. Er ist niemals nervös und bei Fremden eher distanziert und er liebt seinen Besitzer. Geschichte. Der Shetland Sheepdog stammt aus den schottländischen Inseln auf dem Nordatlantik. Wird man als Nutzhund bzw. Hütehund und Hirtenhund benutzt. Er ist verwandt mit dem Collie, das haben wir ja schon bemerkt. Und er wurde ursprünglich genannt Shetland Collie, da sieht man es schon. Die Bauern brauchten einen selbstbewussten und schnellen Hund, um die Nutztiere vor Raubtieren zu beschützen. Und Shetland sind sehr beliebte Familienhunde, was ich schon mehrmals erwähnt habe. Und in Schottland werden sie auch für Rettungshunde genutzt. Worauf muss ich beim Kauf achten? Ein Shetland Sheepdog ist ein unkomplizierter Hund. Man kann ihn auch in der Wohnung halten und er ist für Anfänger geeignet. Vorher musste man sich erst über den Hund informieren, das würde ich auch empfehlen. So wie zum Beispiel bei dieser Präsentation hier. Das sind aber nur die Grundlagen. Er ist ein Energiebündel und braucht immer etwas Auslauf und bei jedem Wetter. Also nicht sagen einfach, ich gehe heute mal nicht raus. Und man müsste auf einen seriösen Züchter achten. Ich würde dann empfehlen Wichmann oder VDH. Fellpflege. Shetland Sheepdog haben ein recht langes Fell, aber es reicht, wenn man einmal in der Woche bürstet. Und beim Fellwechsel muss man gut Acht geben, dass es nicht verfilzt. Hier sieht man, der verliert gerade Haare. Und aber nicht so viel natürlich. Am meisten müsst ihr bei den Achseln, Ohren und Hüften aufpassen. Erziehung. Er braucht eine sanfte und liebevolle Erziehung. Mit viel Lob kann er aber wirklich alles schaffen. Er nennt dich deinen treuen Besitzer und schätzt jede freie Sekunde mit dir. Und man sollte seinen Welpen genug Zeit lassen, sich zu entwickeln. Das geht auch für stubenreine Hunde. Also, dass man erst lernt, dass man nach draußen gehen muss, um zum Beispiel da zu spielen, sondern nicht einfach in der Wohnung zu machen. Aktivitäten. Langeweile gibt es bei den Shelties nicht. Er ist ideal für die Hundesportarten Oberdance, Agility, also besonders Agility und Flyball. Er kann eine Top-Leistung herausbringen, wenn man ihm Zeit gibt und mit Lob. Er braucht selten Therapien und er freut sich auf jede Herausforderung und liebt sich zu bewegen. Das sehen wir auch im Bild.
Hier ist die Anatomie. Ich habe mal generell die Hundeanatomie rausgesucht. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann könnt ihr einmal das Video pausieren und es euch mal angucken. Schon gewusst, der Shetland Sheepdog zeigt ein ausgeprägtes Lächeln als Zeichen der Unterwerfung. Also Unterwerfung bedeutet nicht er ist der Chef, sondern du. Also man muss ja auch nicht so machen, als wäre man der Chef und so mit Gewalt vorangehen. Aber er muss wissen, dass er nicht der Chef ist und überall hingehen darf, wo er will, sondern du darfst es ihm sagen. Eine Verpaarung zwei mehrfarbiger Hunde ruft oftmals Taubheit oder Blindheit bei den Welpen hervor und ist in Deutschland verboten. Shetland Sheepdogs ist die führende Rasse bei Obedience-Wettbewerben und bei der Showzucht werden sehr langhaarige Shelties gezüchtet, die auf Ausstellungen gezeigt werden. Und mehrfarbiger, das ist, das könnt ihr mal vielleicht googeln, also das ist so braun, schwarz, so ein Sheltie-Farben. Das war die Präsentation. Eure Fragen könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Das war's sonst von mir, aber bevor ich es noch vergesse, schafft ihr es in 5 Sekunden, unseren Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und es womöglich auch zu teilen? Wenn ja, dann schreibt natürlich Shelties unter die Kommentare, aber auch natürlich eure Fragen. Das war's von mir. Tschüss!